Hey ho und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Plague Tale Innocence. Lasst ein Abo und ein Like da und wenn ihr wollt, natürlich auch Kommentare. Viel Spaß! Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Das ging aber nach es Besuch. Ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? Mama, bist du 4 da? Jahre? 5? Wo ist er? Guck mal Hugo? Hier. Also. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsuch das Haus. Ist es Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Psst. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hm? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Gehört der Inquisition. Hätte uns das geben sollen. Hey, war es denn wirklich kind. So schwer? Oh nein! Ja. Näher! Hört auf! Komm noch eine! Das wird sich leeren! Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey, du! Komm schon! Ich sag es nicht noch einmal. Halt! Wo ist Hugo de Roux? Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Oh mein Gott, Luis! Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte! All dein
endlich an. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein, nein. Und? Nein, Amicia. Und? Wir müssen weitergehen. Schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Oh, Kinder! Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Ja. Wache! Versperrt die Ausgänge! Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet! Mama! Shh. Hey, ich hab noch einen! Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Psst, versteckt euch. Erzählt, was er weiß. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde! Oh, Feiglinge! Ah. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Hätte das nicht sein müssen. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Kein Freund der Inquisition. Obwohl ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Sag uns, was du weißt. Vorsicht! Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Ich sollte mich beruhigen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors, ein Besser. Gehen wir. Ich sehe nach. Sei vorsichtig, man weiß ja nie. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Das Geräusch, das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Fängt dann noch an mit Regnen. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Ja,
Ist nicht. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Warte. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf! Mama! Was ist los mit ihm? Sag schon! Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf! Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Alles gut, Hugo. Ich komme. So geht das. Danke. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Was war denn das? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Gut gemacht. Hier lang. Nichts. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Was zur Hölle war das? Schon. Na los! Jetzt!
Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Lucia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er heilt mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Spaß mit Mutter. Hugo, komm mit. Schnell. Rettet die Schwester. Den Jungen brauchen wir leben. Soldaten! Was ist los? Wo ist Mama? Sie kommt den Meter nach. Lauf, so schnell du kannst. Seid vorsichtig, verflucht. Tut die nicht. Erde weht. Amicia, der Boden bewegt sich. Lauf weiter. Direkt hinter uns! Sie sind hier! Geradeaus! Weiter geradeaus! Laufen wir hin! Unser Mama! Lauf einfach weiter! Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen! Das geht nicht! Sie dürfen uns nicht schnappen! Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Irgendwas ist da am Boden, Amicia! Ab in den Fluss.